So. Hoffentlich klappt es diesmal besser. Denn ich will auch mal dieses Level endlich abschließen und nicht die ganze Zeit so dumm herummachen hier. Wobei ich denke mir, wenn ich es in den nächsten paar Parts nicht schaffen sollte, dann werden wir eventuell nochmal was anderes spielen, den Happy Wheels, und später nochmal als Special zu diesem Level zurückkehren. Moment, aufpassen. Ich dachte, kommt wieder runter, kommt wieder runter, kommt wieder. So kann ich dich natürlich auch schieben. Oh, ich dachte eben schon, ich hätte das Spiel geglitscht. Jetzt schnell zurück. Na komm mal, fällst du nach hinten oder nicht? Wie meine Arme schon wieder hier herumschlackern. Komm. Noch ein Stück. Yes, 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 yes. Er fällt, er kippt, er ist schon auf der Kippe. Und say good night, Loser. Geht doch. Ich habe aber immer noch keinen Plan, was ich dann bei dieser Kröte dann machen muss. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Ah. Na los. Wir versuchen jetzt trotzdem mal, weil ich jetzt schon so lange rummache, an Goma mit der kleinen Abkürzung da vorbeizukommen. Tut mir leid, wenn das jetzt für euch wie so ein Cheat ist, aber ich meine, würde man sowas offscreen spielen, hätte ich ja auch vielleicht das ein oder andere anders erledigen können. Ich meine, wenn man in einem Spiel festhängt in einem Let's Play, macht man auch Sachen offscreen, um da wieder hin zurückzukommen. Deswegen, Goma ist jetzt dead. Versuche ich es jetzt mal anders. Hoffentlich klappt es dann so besser. Wenn ich da erstmal vollständig bei dieser blöden Kröte vorbeikomme. Weil ich immer noch keinen Plan habe, wie ich an der vorbei soll. Nee, ey, komm. Du wirst jetzt hier nicht irgendwie so Mist machen und krepieren. Okay, Pedo Peter, Erker Link. Roll in den Death Mountain. Stoppert. Ich bin mir aber sowieso sicher, dass ich jetzt vielleicht noch gar nicht schaffen werde, obwohl wir könnten sehen. Ich muss mir erst dieses Pattern dieser Kröte angucken. Im Prinzip funktioniert sie ja wie eine Mine. Nee. Rollen Sie zurück. Denn die Explosion soll uns nämlich nicht anhaben. Oh komm. Wie hat der denn jetzt seinen Arm bitte verloren? Das Spiel ist dann am Ey, komm schon! Alles wegen diesem Scheißvieh. Wie soll ich denn daran vorbei? Okay, neuer Versuch. Ich hab versucht drüber zu springen, aber irgendwie klappte es nicht. Jedes Mal erwischt mich diese blöde Explosion. Das muss vielleicht doch nochmal gefixt werden. Oh, wie Timmy da unten absäuft. Warte. Ich versuche mich nochmal mit Goma anzulegen. Giganimo! Nein, nein, schon wieder das Todespendel. Ja, komm. Was hast denn du für ein Problem? Ja. Das ist das Auge des Bösen, in das wir hier starren. Meine Freunde. Neuer Versuch. Ich kill ihn. Ich mache es jetzt so, bei jedem zweiten Durchgang ercheate ich mir quasi den Tod von diesem Mistvieh, um ein bisschen Gewährleistung zu haben, dass ich doch mehr oder weniger das schaffen könnte. Wir sind jetzt mit Timmy unterwegs, auch nicht schlecht. Bin aber jetzt, wie gesagt, nur wegen diesem Cheat hier noch vollständig mit den zweien. Obwohl ich bin mir sicher, Happy Wheels Experten schaffen es auch, Goma so zu besiegen, ohne überhaupt irgendwelche Verluste davon zu tragen. Aber wir wollen ja ein bisschen mal vorankommen. Ich will ja nicht, dass wir nach 100 Parts immer noch in diesem Level feststecken. Das ist nicht Zweck des Ganzen. Wow, wir sind aber ganz schön schnell unterwegs. Stückchen vor mit der Bombe. Roll, 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 roll. Okay. Wieder an diesem Lavaklotz hier vorbei.
mit Gas, mit Schwung. Ah, ich bin an dem Misfi vorbei. King Dodongo. Oh, hier. Hier brodelt Lava. Wie besiege ich dich? Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Ich hab das wie aufgeweckt. Ich hab... Was zum Henker? Ah. I see. Nein, nein, nein. Lass mich leben. Lass mich leben. Lass mich leben. Nein, nein, nein. Okay. Ich habe es gesehen. Ich muss wahrscheinlich diese Bombe aktivieren. Nachdem ich ihn wach gemacht habe, so lange überleben, bis ich die aktivieren kann. Weil ich habe gesehen, dass er... Na los, mach einen Restart. Ich habe gesehen, dass er an dieser Stelle auch immer herumhängt. Dass er dann immer hin und her rollt, damit ich zu der Bombe hinkomme. Was soll denn der Quatsch? Weg. Okay, wir kämpfen jetzt gegen den. Nochmal. Komm runter, Gomma. Sei ein blödes, Gomma. Komm runter. Liga nicht mehr. Okay, ein Stückchen zurück. Halt. Der ist aber ganz schön am Ausholen hier mit seinem Stachel. Aber ich hab ihn gleich. Halt, geh weg. Wow. Das war knapp. Komm schon. Noch einen kleinen Schubse. Dude, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Das ist der Springbrunnen des Todes. The Fountain of Blood. Oh, so ein Quatsch, ey. Ich hab gedacht, ich komme an dem Mistvieh vorbei und dann bin ich doch dabei noch. Ich hab Krüppeltimmy an Bord! Krüppeltimmy! Was zum Geier? Der hat mir irgendwas an der reingeschoben. Oh, nein. Neuer Versuch also. Schön vorsichtig. Dammit. Egal, das war nur Timmy, der da drauf ging. So, komm. Dich erwische ich jetzt. Warte ein Stückchen zurück. Und Vollgas. Noch ein Stückchen zurück. Na komm. Habe ich dich besiegt und ich bin immer noch am Stück. Aber jede Wette, ich gehe da noch drauf. Bei dem nächsten Boss. Beziehungsweise, wobei habe ich denn jetzt schon wieder meinen Arm verloren? Was ist das für eine Scheiße? Das gibt's überhaupt nicht. Dauernd geht der Arm hier. Oh Gott! Ey, komm schon, wirklich. Warte mal, was? Was? Der hat sich eben noch bewegt. Ich will weiterspielen. Das geht doch nicht. Okay, jetzt aber. Auf ein neues. Hoffentlich klappt's diesmal. Du. Wie er schon elegant hier sein Bein verliert. Oh, was hab ich für ein Mist gemacht? Okay, wir cheaten uns den Tod mal von Gomma. Ich will mir nämlich mal auch endlich den letzten Abschnitt dieses Levels angucken. Aber fest steht für mich schon definitiv, dass das... Ja, ich denke mal locker 5 Sterne kriegt. Also sehr innovativ eigentlich. Nur ich bin zu unfähig, das zu spielen. Obwohl, naja, eigentlich würde ich gerne 4,5 geben. Einen halben Punkt Abzug wegen ein paar Bugs, die noch nicht ganz gefixt sind.
gefickt sind. Warum habe ich gefickt gesagt und ich bin schon wieder draufgegangen? Wie kann ich an dieser scheiß Wasserstelle draufgehen? Also ein paar Bugs, die noch nicht ganz in Ordnung gebracht sind, wie zum Beispiel die Stelle mit dem Vorbeifahren an dieser Größe da. Raining Blood! Die nämlich kurz nach dem Lavapool kommt. Aber wie gesagt, das kann auch ein bisschen daran liegen, dass ich einfach nur zu unfähig bin. Und das hat ja dieses ganze Let's Play ja schon ausgemacht, nicht wahr? Okay. Hoch geht's. Jeha! Oh, wieso verliert der bei so popligen Sachen immer seinen Arm, ey? Das ist doch lächerlich. Aber naja, immerhin haben wir unseren Helm noch. Wir gehen sicher in den Straßenverkehr, mehr oder weniger. Oh, komm schon, was war denn das für ein Ei? Okay, schieb halt nur die Bomben an. Roll, 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 roll und badabangs. Wie halt die Arme beide abgefallen sind. Jetzt will ich nur hoffen, dass ich an dieser mistigen Mistkröte vorbeikomme. Weil wir sind... Oh, scheiß Mistvieh, ey. Dauernd gehe ich da drauf. Ich wollte schon sagen, wir sind BMX-Künstler und können selbst ohne Hände unser Bike so hoch und runter navigieren. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder an so einem publiken Stachel hängen geblieben und draufgegangen? Das ist doch ein Witz. Okay. Bisschen Concentration Mode, dass ich diesmal hoffentlich schaffe, da durchzukommen. Oh, 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 oh. Damn it. Damn it, genau. Scheiß drauf, Timmy ist nur am krepieren. Ist der tatsächlich eben in diesen Schuh reingeglitscht? Das sah zumindest so aus. Naja. Soll nicht mein Problem sein. Bats. Schönes Matschgeräusch. Wie der drauf ging. Okay. Okay. Ganz vorsichtig, damit ich den Aufgang auch mal hier vernünftig schaffen kann. Wenn ich es an dieser blöden Kröte jetzt vorbeischaffe, dann kill ich doch jetzt mal den anderen Typen auch mittels des Buzzers, weil ich will mal echt schauen, ob ich es nicht eventuell zum letzten Abschnitt so schaffen könnte. Ich würde schon mal gerne sehen, wie der Rest von diesem Level aussieht. Nur ich komme da halt nie hin wegen meiner Unfähigkeit. So, schon die Bombe wieder aktiviert. Na komm, roll, 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 roll. Und badabams. Was ist jetzt kaputt? Warum? Ich dachte schon, der fährt nicht mehr rein. Was ist denn das eben für eine Scheiße gewesen?